Willkommen bei BKF TV, mein Name ist Achim Daniels und heute geht es um Wissen. Wissen bedeutet alles über die Berufskraftfahrer-Weiterbildung, alle Informationen, alles was wichtig ist für den Kraftfahrer hier jetzt in dieser Sendung und dazu viel Spaß. So, was ist die Weiterbildung? Man hört die wildesten Gerüchte, man hört Stammtischgewäsch. Leider muss man das so sagen, dass man zum Beispiel bis 2016 Zeit hat. Viele Kraftfahrer sagen auch, das betrifft mich gar nicht und das ist überhaupt gar nicht mein Thema. Nur, jetzt muss man einfach mal sagen, wo kommt das überhaupt her? Wo sind wir drin und wer ist überhaupt dabei? Und da müssen wir jetzt einfach mal genau hinschauen. So, die EU-Weiterbildung. Die EU-Weiterbildung wurde im Jahre 2003 von der EU auf den Weg gebracht, ist verpflichtend für alle EU-Mitgliedstaaten. Das bedeutet also alle, die in der EU sind, das heißt selbst Rumänien, selbst Bulgarien, Portugal, Spanien und so weiter und so fort, sind alle verpflichtet, diese EU-Verordnung in eigenes Recht, also in nationales Recht umzuarbeiten. Das bedeutet also nichts anderes. Aus einer EU-Verordnung wurde hier nationales Recht für jede einzelnen Länder. Doch was bedeutet das für uns jetzt hier in Deutschland? In Deutschland ist es so, dass wir gesagt haben, ab 3,5 Tonnen, das heißt also ab 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, ab da gilt es für den Güterkraftverkehr. Im Personenbeförderungsbereich gilt es schon ab 9 Fahrgäste. Das heißt also, wenn man hier über 8 Fahrgäste drüber ist, muss man auch hier sich an diese EU-Verordnung halten. Also nicht nur der einzelne Kraftfahrer von 40 Tonnen ist hier gefragt, sondern also auch schon der Sprinterfahrer. Der Sprinterfahrer im Allgemeinen, wenn es dann heißt, wir haben ein Fahrzeug mit einem Anhänger hinten dran. Das heißt, es kann ja sein, dass ich unter 3,5 Tonnen zulässig fahre, doch dann kommt irgendwann die Situation, ich muss einen Anhänger hinten dran packen. Schon habe ich das Problem, ich liege über diese 3,5 Tonnen und dann habe ich das Problem, hier muss ich also dann die EU-Verordnung einhalten. Das heißt, in den Führerschein also auch die 95 eingetragen haben. Generell gilt diese Berufskraftfahrer-Weiterbildung für alle, die ab 3,5 Tonnen unterwegs sind. Bus natürlich über 9 Fahrgäste. Aber die Ausnahmen dazu, es gibt ja jegliche Ausnahmen, die könnt ihr hier auf Profi 95 nachlesen. Dort stehen die Ausnahmen nochmal speziell aufgelistet. Schaut einfach nach unter Informationen zur Weiterbildung. Also jetzt sagt natürlich jeder, okay, gut, Handwerker. Handwerker brauchen nicht. Und das ist eben halt dieser große Irrglauben, der größtenteils unterwegs ist. Selbst die Behörden sind da noch nicht so ganz einig, wer jetzt da wirklich betroffen ist und wer nicht. Aber gehen wir auf den normalen Standard, den jetzt die BAG uns mitgeteilt hat. Bedeutet also, wenn ich als Handwerker unterwegs bin und brauche mein eigenes Material, meine eigenen Waren, die ich dort an einer Baustelle zum Beispiel einbauen möchte und weiter verwenden möchte, dann gilt für mich diese 95, also das heißt die Berufskraftfahrer-Weiterbildung nicht. Aber wenn ich jetzt leer mit dem Fahrzeug zurückfahre oder andere Sachen transportiere, dann bin ich sofort pflichtig und gehöre zur Weiterbildung dazu. Das bedeutet also, jeder Handwerker muss sich wirklich dann hier auch die Frage stellen, ist das ein Transport? In dem Falle ist er auf jeden Fall pflichtig. Oder ist es dementsprechend eine ganz einfache Handwerkerregelung? Das heißt, ich fahre zum Kunden hin, bringe dort mein Material mit bei, bringe das Material, was eingebaut wird und dann wäre es natürlich ohne. Nur ich kann jedem Handwerker empfehlen, der das jetzt vielleicht auch gerade sieht, machen Sie die Weiterbildung. Es ist ganz einfach sinnvoll in allen Bereichen auch hier einfach mal ein bisschen wieder hinter die Kulissen zu gucken, neue Informationen zu bekommen und die Weiterbildung schadet nicht, sie hilft sogar hier in diesem Falle sehr. So, aber was heißt das jetzt, wenn ich betroffen bin? Ich bin Kraftfahrer, ich brauche meine Weiterbildung, ich muss sie erfüllen, nur bis wann und was muss ich erfüllen? Das ist ganz einfach. Ich habe also meinen Führerschein. Diesen Führerschein, den werde ich leider loswerden. Das heißt, ich kriege also alle 5 Jahre einen neuen Führerschein. Unabhängig von der Gesundheitsprüfung, da muss man also ganz einfach drüber hinwegsehen, weil das ist eine andere Geschichte. Das bedeutet, Gesundheitsprüfung und die Weiterbildung sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und hier muss man einfach mal drauf schauen, was habe ich im Führerschein drinstehen, was gilt für mich. Und da kommen wir jetzt im Einzelnen mal so ein bisschen grob drauf zu sprechen. Standardmäßig war es für den Lkw-Bereich der 10., 9.,
2014 LKW. So, bis zu diesem Datum sollen normalerweise alle Kraftfahrer im LKW-Bereich geschult sein und dieses auch im Führerschein mit der Kennziffer 95 eingetragen haben. So, das heißt aber, das ist der Busbereich noch nicht dabei, den müssen wir jetzt noch dazu tun. Und der war schon ein Jahr vorher. Also ganz genau genommen am 10.09.2013. Also Bus. So, warum hat man das gemacht? Man hat sich gedacht, okay, so viele Kraftfahrer auf einmal im Straßenverkehrsamt, das gibt Gehaue, das gibt dementsprechend lange Warteschlangen. Aber man hat ja nicht beachtet, dass die Kraftfahrer eine große Gruppe darstellen. Ja, und wie es dazu aussieht, das können wir gleich dann behandeln. Aber das sind die festen Termine erstmal generell als Standard. Die Ausnahmen dazu können wir gleich. So, nachdem ich alle 5 Jahre dann einen Führerschein neu haben muss, ergibt sich natürlich dann auch bis 2014, also bis September 2014, muss ich natürlich dann meine 95 eingetragen haben. Dann gilt das 5 Jahre und darüber hinaus muss ich dann in diesen 5 Jahren wieder die Weiterbildung gemacht haben. Das heißt, ich muss wieder von vorne 5 einzelne Seminartage machen. Und diese Seminartage sind also hier die Grundlage für alles. Das bedeutet, ich als Kraftfahrer muss 5 Tage Schulung machen. 5 Tage Schulung heißt 35 Zeitstunden, Zeitstunden, keine Schulstunden, sondern Zeitstunden. Zeitstunden bedeutet 7 Stunden an einem Stück, das Ganze mal 5, sind wir bei 35 Stunden. Das gilt für LKW, so für auch für den Bus. Beide Bereiche haben also die gleiche Stundenzahl und das muss ein Kraftfahrer, der in diesem Bereich ist, unterwegs ist, natürlich erfüllen. So, wenn ich das jetzt eingetragen habe, geht das Ganze wieder von vorne los. Also nochmal 5 Module, 5 Tage, 5 Zertifikate. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, dass man auch wirklich von jedem einzelnen Tag ein Zertifikat bekommt. Dieses Zertifikat muss ich dann zum Straßenverkehrsamt bringen mit der Führerscheinverlängerung. Das heißt, ich gebe diese ab, die sind dann weg. Sind also bis dahin gemachte, sind auch ungültig geworden und somit habe ich dann die 95 eingetragen. Bei den meisten Straßenverkehrsämtern ist es eine kleine lukrative Geschichte, kostet also zusätzlich auch noch mal ein bisschen Geld. Man hat so etwa 28 Euro hier schon gehört, also das muss man dann zusätzlich an Kosten bei der Führerscheinbeantragung rechnen. Natürlich mit Passfoto dabei und den normalen Gebühren. Jetzt sagen natürlich viele, ich habe ja Zeit. Bis 2016 im Busbereich, bis 2015, ich habe Zeit. Das ist nicht ganz richtig. Der Gesetzgeber hier in Deutschland hat uns eine Synchronisierungszeit eingeräumt. Also eine gewisse Frist, die wir hier dementsprechend zur Verfügung hatten. Und zwar für alle, die den Führerschein haben verlängern lassen, bis zum September 2011 für den LKW-Bereich und 2010 für den Busbereich. Darauf wurden 5 Jahre draufgerechnet und das heißt also Bus bis 2015. LKW bis 2016 und hier diese Führerscheine, aber auch nur diese haben die Möglichkeit in 15, in 16 dann erst einmal die Weiterbildung vorzulegen, also erstmalig vorzulegen und damit ihren Führerschein mit der 95 zu verlängern. Doch Vorsicht! Das gilt natürlich nicht immer im Ausland. Man hat so Diskussionen, man hat von Österreich zum Beispiel bekommen, dass man hier dieses nicht akzeptieren wird. Man versucht sich natürlich dagegen zu wehren, weil es ist eine deutsche Regelung, die hat also nichts mit den europäischen Nachbarn zu tun. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr folgendermaßen vorgehen. Geht zu eurem Straßenverkehrsamt, zur Führerscheinstelle am besten hin, fragt danach oder schaut einfach nochmal auf Profi 95 oder BKF TV nach. Doch wenn wir gerade einmal mit Ausland dabei sind, also europäische Nachbarn zur Europäischen Union, also das heißt unsere Nachbarn, gehen wir mal auf das Beispiel Frankreich. Frankreich hat sich dazu entschlossen, das 2012 schon zu machen. Das bedeutet also, hier wird in Frankreich schon die 2012 die 95 verlangt. Das bedeutet, man hat also dort am Anfang sogar gesagt, dass alle Fahrer, die nach Frankreich reinfahren, schon 2012 die 95 haben müssen. Das hat man jetzt gerichtlich so ein bisschen beigelegt und hat gesagt, der Transit durch Frankreich wäre ohne 95.
1,99 möglich. Und das Reinliefern nach Frankreich wäre auch möglich, nur das in Frankreich fahren von Paris nach Metz oder Lyon zum Beispiel wäre ohne 95 nicht machbar. Nur bitte hier drauf, bitte genauestens achten und sich dementsprechend vor der Fahrt nochmal informieren. Österreich und alle anderen Länder haben ihre eigenen Arten, ihre eigenen Gesetze draus gemacht. Was da im Einzelnen gilt, bitte ich wirklich, wirklich nachzugucken, denn es kann sehr, sehr teuer werden. Gerade im Bereich Frankreich, da kennt man ja die Preise, wie sie dort sind. So, jetzt gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich habe, weil ich C1E zum Beispiel habe, überhaupt gar kein Datum bei mir drin stehen. Ich kann fahren bis, weiß ich nicht. Vorsicht, auch hier gilt, weil eben halt nichts drin steht und weil wir auch hier die Synchronisierungszeit, also diese Frist bis 2016 für den LKW, 2015 für den Busbereich, nicht nutzen können oder auch nicht genutzt haben, müssen wir natürlich jetzt hier diesen Termin 10.09.2014 für den LKW und eben halt 2013 für den Bus berücksichtigen. Es gibt auch viele Fahrer, wo ich zum Beispiel auch schon drauf angesprochen worden bin, da heißt es, mein Führerschein läuft im Juni diesen Jahres, also Juni 2014 aus. Was mache ich? Ich kann nur sagen, jetzt schon die 5 Module machen, jetzt schon vorlegen, denn es ist ja auch so, wenn ich jetzt für Juni einen Führerschein machen würde, also eine Verlängerung machen würde, dann müsste ich ja zum Stichtag wieder einen neuen machen, das heißt innerhalb von 3 Monaten 2 Führerscheine machen, weil beides ist wirklich nicht synchron, Juni 2014 Gesundheitsprüfung, dann dementsprechend zu September 2014 die 95, also man sieht, da muss man so ein bisschen rangieren, man muss ein bisschen planen. Da können wir nur wirklich beihelfen. Das heißt, einfache Informationen an uns. Wir schauen mal drauf oder jedes Straßenverkehrsamt kann hier weiterhelfen. Kommen wir nun mal auf das Thema, ich muss ja nur einmal im Jahr. Ich muss ja nur mal ebenso. Ja, das ist das Problem. Man kann Lotto spielen und 6 Richtige haben. Man kann aber auch dementsprechend jede Woche verlieren. Disponenten sind hier gefragt, selbstfahrende Unternehmer, Unternehmer, die sonst normalerweise keinen LKW fahren. Gerade in kleineren Betrieben ist es ja so, dass auch der Chef fährt. Dort ist also auch dringend die Weiterbildung angesagt. Und wenn man das mal komplett sieht, einmal erwischt, kostet richtig, richtig Geld. Die Tarife liegen also da bei mehreren 100 € pro Tag, den man hier erwischt wird, also gefahren ist ohne diese 95 im Führerschein. Und da ist also schon etwas, das Ganze etwas teurer, als wenn man sich zu dieser Schulung durchringt und diese Schulung macht. Nur bitte nicht so lange auf die lange Bank schenken, denn es ist hier sehr, sehr knapp. Das heißt also, die Bildungsträger werden also auch immer weiter abnehmen. Warum ist ganz klar, weil eben halt bisher in den ganzen Jahren nichts gemacht worden ist und die Bildungsträger dadurch eben halt auch ihre Substanz verloren haben. Es gibt also immer weniger Bildungsträger, immer mehr Kraftfahrer, die das machen müssen. Und das ist ein Thema für sich, das machen wir mal in einer anderen Sendung. Aber dass Sie auf jeden Fall hier mal sehen, das ist also eine wichtige Sache, die gemacht werden sollte. Doch kommen wir allgemein zu den Kosten. Wer muss das überhaupt tragen? Wer muss das bezahlen? Muss ich als Kraftfahrer, muss ich als Unternehmer, muss ich als Vorgesetzter dafür sorgen, dass das hier gemacht wird? Es ist klar, dass es eine persönliche Weiterbildung ist. Das heißt also, diese Weiterbildung ist für jeden Einzelnen. Das heißt, wenn Sie dementsprechend diese Weiterbildung machen, dann ist die in Ihrem Führerschein eingetragen. Es ist Ihre Weiterbildung, die kann kein Chef festhalten, die kann auch kein Chef, ich sag mal, nicht aushändigen. Die Zertifikate dafür, die bis dahin gemacht worden sind, müssen übergeben werden. So ist es auch mittlerweile gerichtlich beschlossen worden und auch beschieden worden. So dass wir also alle von einer persönlichen Weiterbildung ausgehen müssen. Nur persönlich heißt, ich muss es auch persönlich tragen. Jetzt gibt es aber viele Unternehmen, die sagen, wir machen das trotzdem. Also wir zahlen das für unsere Mitarbeiter, damit die auch weiter dabei bleiben, damit die auch hier weiterfahren können. Was natürlich sinnvoll ist, weil viele Fahrer hier wirklich vor ein Problem gestellt werden. Denn wer hat da nochmal 500 € mal so eben für diese 5 Tage? Gerade jetzt, wo es auf dieses Ende zugeht, der ersten Welle, wo alle alles zusammen machen müssen und also auch 500 € hier rechnen müssen. Also ganz klar gesagt, wenn der Chef das bezahlt, eine schöne, nette Sache, finde ich wunderbar, aber eben halt, es ist persönlich und da muss jeder für selber sorgen. Kommen wir einfach mal zu einem wichtigen Aspekt, zu einem ganz, ganz wichtigen Aspekt. 450 € Kräfte Aushilfen. Tja, wenn der Chef das bezahlt,
Wunderbare Sache, nur Vorsicht. Hier kann das Finanzamt leider auch ein bisschen dagegen schießen und sagen, das ist ein geldwertender Vorteil. Das heißt, wenn ich also 450 Euro jeden Monat richtig verdiene, also das heißt bis zur Grenze gehe und bekomme dann ein Seminar, das heißt auch wenn es nur ein Tag ist, vom Arbeitgeber bezahlt, muss ich den Gegenwert von diesem Seminar oben auf diese 450 Euro draufrechnen und komme dann in einen steuerpflichtigen Bereich. Und das kann unter Umständen dazu kommen, dass ich steuerpflichtig werde. Also vorsichtig bei solchen 450-Euro-Jobs. Also dann lieber selber zahlen und dann irgendwie auf andere Art und Weise sich vielleicht mit dem Chef dann einigen. So, das war es in Kürze über die Berufskraftfahrer-Weiterbildung. Wirklich in Kürze. Wenn noch Fragen bestehen, hier einfach auf profi95.de nachschauen oder uns direkt per E-Mail anschreiben unter info@profi95.de oder info@wkftv.de. Einfach eine Mail dran schreiben mit ein bisschen Informationen, damit wir auch richtig antworten können. Und wir versuchen natürlich jedem zu helfen, also ruhig hier reinschreiben. So, die Bildungsträger werden natürlich das Ganze nutzen und werden auch hier die Preise nach oben fahren, denn viele, viele Fahrer haben es noch nicht gemacht. Das heißt, es besteht also eine riesen Nachfrage, ein geringes Angebot und wie sich die Preise und welche, ja, ich sag mal, welche Verhältnisse da entstehen werden, das ist aber Thema für eine andere Sendung und da würde ich sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Mein Name ist Achim Daniels von BKFTV, diesmal Wissen.